Und willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part habe ich ja eigentlich verkackt, aber durch euer Verständnis und durch unsere Ideen sind wir zum Entschluss gekommen. Ich habe 3 Leben, 1 ist verloren und ich darf mir ein Pokémon aus der Rest in Peace Box aussuchen. Natürlich habe ich Retter genommen. Sollte ich noch meine 2 weiteren Leben verlieren, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann wird Pokémon Smaragd steht dann wirklich am Ende. So, wenn das jetzt noch 2-mal passiert, dass ich hier sterbe, dann habe ich auch keinen Bock mehr. So, Folgendes ist... Wir haben gesagt, damit ich nicht wieder lame sterbe eventuell, wenn hier irgendwie ein Pokémon kommt, was wo Elektro nicht viel machen kann. Ich habe das Spiel nochmal neu randomized und jetzt sind hier auch neue Pokémon im wilden Gras. Und das hier wird unser neues Teammitglied sein. Es ist ein... Oh, Voltenso. Okay. Ein Voltenso. Gut, das müsste ich jetzt auch erstmal wieder nachgucken. Ich hoffe, ich werde ihn nicht down kriegen, aber ich kann auch einfach mit Rucksack hier. Ja, ich werde einfach mit Rucksack hier kämpfen. Retter ist wieder da. Juhu. Durch meine krasse Idee ist Retter wieder da. Ich hätte natürlich auch Dinge nehmen können. Traumato, aber nee, ich nehme Retter. Es ist auch ein Elektro-Pokémon. Scheiße eigentlich. Es ist eigentlich scheiße. Ja. Rucksack. So. Oh, scheiße, aber okay. Schon mal krass getroffen. Jaula. Aber guck mal, wir haben ja durch, nee, Donnerschock ist auch eine Attacke. Ist es nicht irgendwie das, was, Lampi hatte. Lampi hatte da irgendeine Attacke. Donnerwelle hieß es, genau. So, aber dich fange ich jetzt, ja? Dich fange ich jetzt. Und ganz ehrlich, mit Retter haben wir wieder eine Chance. Dann macht das Spiel auch wieder Spaß. Und guck mal, wir sind doch alle hier, wir haben es doch hier alle versammelt, den Pokémon zu spielen. Und ganz ehrlich, wenn ich 3-mal verkacke, ich glaube, dann habt ihr keinen Bock mehr. Dann denkt ihr euch auch nur, Rack, was bist du denn für ein Spast? Und ich habe dann auch keinen Bank mehr und keinen Bock mehr. Und dann denke ich mir, Alter, was bist du denn für ein Spast? Und deshalb machen wir jetzt einfach die 3-Leben-Regel. Ganz einfach. Der will aber auch nicht in den Ball, ne? Ist natürlich auch ein Problem, wenn er jetzt nicht in den Ball will. Boah, es macht direkt wieder Spaß, dieses Spiel zu spielen. Da bist du nicht verzweifelt. Da bist du nicht verzweifelt, aber wir haben noch 8 Superbälle. Und Superbälle sind nochmal stärker. So, aber ich traue mich nicht, den nochmal anzugreifen. Aha, aha. Fick dich! Du warst fast drin. So. Ja, du und seinen Silberblick, Alter. Mich wirst du nicht down kriegen, das kann ich dir sagen. Zwar ein bisschen blöd, dass wir dadurch nur Elektro-Pokémon haben, aber okay. Okay. Yes, okay. Okay, Voltenso wurde gefangen. Voltenso, wie nenne ich ihn denn? Einhorn. Das sieht irgendwie so aus wie ein... darf ich ihn nochmal sehen? Spitzi, ich nenne ihn Spitzberger, Spitzbube. Geht Spitzbube? Das geht bestimmt, Spitzbube geht bestimmt. So. So, Spitzbube, ja, das geht. Yes. So. Du alter Spitzbube. So. Okay. Okay, okay. Und jetzt müssen wir einfach nur zu diesem Doktor, ne? Ja, läuft doch gar nicht mal so scheiße, ne? Läuft doch gar nicht mal so scheiße. Und natürlich haben die jetzt auch neue Pokémon, weil alles nochmal neu randomized worden ist. Deshalb haben die jetzt auch neue Pokémon. Aber auf den alten Routen, wo ich schon mal was gefangen habe, darf ich natürlich jetzt nichts fangen. Ich habe jetzt einfach eine Route 110 genommen, weil... Mindestens 2 Pokémon sollten drin sein. Aber Leute, ist es auch schon ein bisschen spannend, dass ich jetzt nur Elektro-Pokémon habe. Und deshalb dachte ich mir, ja komm, Route 110 ist in der Nähe. Also die Orte, wo ich schon mal was gefangen habe, da darf ich natürlich nichts mehr fangen. So. Okay. Hier ist Mr. Brack. So, das haben wir schon. Nee, Mr. Bridge. Aber Brick, nicht Bridge. Okay, jetzt kommen die hier. Aber... Mit einem Raichu und mit einem Voltenso. Genau so hieß das Pokémon. Soll es doch gut sein. Da soll es doch gut sein. Ah, jetzt habe ich Voltenso nicht nach vorne getan. Naja, egal. Oder ist er automatisch vorne? Ich glaube nicht. Nee. Botogel. Kann es Flug? Weil Flug-Pokémon, da ist ja elektro-effektiv. Wenn wir jetzt sehen am Geräusch. Okay, es scheint ein Flug-Pokémon zu sein. Gut. Ja, guck mal, wie schnell es jetzt auf einmal wieder mit Retter geht. So. Ja, ganz fix hier, ne?
Bretter. Ja, Mann, geil. So macht's aber auch Spaß, wieder Emotionen im Let's Play zeigen zu können. Aber bei dreimal, da wäre ich auch weg. Glaub ich. Bei dreimal, da bin ich weg. Da habe ich keinen Bock mehr, Leute. Dann warten wir auf Pokémon Sonne und Mond. Dann spielen wir das hier nicht mehr weiter. Blitzer. Okay. Da setze ich auch, glaube ich, einfach meinen Donnerblitz ein. Ah, du Drecksarschloch, Alter. Diese Scheiße, dieses scheiß Sandwirbel hasse ich. Und natürlich treffe ich dann nicht. Werde ich jetzt so lange machen, Alter. Werde ich jetzt die ganze Zeit machen. Warte, was? Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das ist ein Assi-Pokémon. Es ist bestimmt ein richtiges Assi-Pokémon. Warte mal. Bevor hier irgendwas passiert... Voltenso, komm mal rein. Was kannst du denn eigentlich so? So, okay. Jaula. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mal, okay. Was bringt denn Jaula? Es ist auch aha! Ah, nice! Cool. Donnerwelle. Ach, dann ist er paralysiert, ne? Das ist gut, das ist gut. Das ist gut, wenn er das ist. Ja, Spitzbube ist auch ein ganz gutes Pokémon. So. Okay, nice. Und jetzt... Ich versuch's mal mit Tackle. Ne, wir wechseln, wir wechseln. Wir wechseln... Oh Gott. Wir wechseln Retter ein, der macht einfach Ruckzuck-Hieb. Und dann ist gut. So. Okay. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Aber der ist auch gerade mal auf Level 14, nicht auf Level 90. Ich glaube nicht, dass er mich one-hitten wird. So. Nice, okay, ja, 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 ist gut. Es wird klappen, es wird hier klappen. Wir sind hier von Elektro umgeben, holy shit, und bam. Guck, so entspannt kann es mit Raichu einfach sein. Mit Raichu in 60 FPS, das hatten wir auch noch nicht. Als nächstes wird Magma. Nee, nee, nee. Wechseln wir nicht. Ja, klingt nach Feuer. So. So. Ja, Donnerblitz, komm. Denn das andere heißt Donnerschock. Und Donnerwelle ist halt das, was paralysiert. Nice. Och, Mann, Retter, du bist Beste. Wie konnte ich dich nur verlieren, ohne Spaß? Wie dumm muss man sein? Dann habe ich das eine Leben aber auch echt zurecht verloren, Alter. Und nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich ein nervendes Kind meinen Nerven nervt. Was? Ja, Mann, ich bin gekommen, zu sehen, warum ich so lange braucht. Und was sehe ich? Hier, die Idioten lassen sich von einem kleinen Kitty spusten, Alter, Mann. Was für Fucker, Alter. Ich werde die so wegfucken. Komm her, Mann. Ich werde dich so mal zerstören, Mann. Du scheiß Kind, Mann. Warum hast du grüne Klamotz? Alter, diese Jeans sind auch fake, Mann. Ich bin echter als echt, als du glaubst, Mann. Alter, und dieser Apo-Rack, dieser Let's Player Apo-Rack, der ist auch richtig gespusti, Mann. Was willst du eigentlich gegen mich machen, Mann? Komm her. Ach so. Du bist so geil. Ah, Rick. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich es vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Und damit werden die Devon-Waren übergeben. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke. Und entschuldige mich nun. Du kannst dir hier ruhig alles in Ruhe anschauen, wenn du magst. Oh, ich werde geheilt. Dankeschön. Hier in Ruhe anschauen. Ich werde eigentlich, ich habe eigentlich nur vor, Leute anzusprechen, weil hier sehe ich auch keine Poké-Fossilien oder sowas. Oh, was machst du hier? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft, erinnerst du dich? Im Metauflortunnel. Ach so. Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. TM46, okay, cool. So. Mit dieser TM kannst du mehr anfangen, als ich es kann. Ich hoffe, du läufst mit, läufst mir nie wieder über den Weg. Nee, okay. Ja, Devon-Waren sind übergeben. Cool.
Wie? Ich bin mir sicher, dich irgendwo schon mal gesehen zu haben. Habe ich dich nicht eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Scott. Eben ist Team Aqua von hier geflohen, als sei eine Horde Hornissen hinter ihnen her. Lass mich raten, du hast sie verjagt? Vielleicht dieser Trainer. Sehr gut, ich denke, wir werden gute Freunde werden. Wir sollten uns in unsere Pokénavis eintragen. Lil. Dieser Scott wurde in den Pokénav eingetragen. Wie geil. Ich würde dich gerne auf deinem Weg begleiten, aber natürlich möchte ich auch andere Talente im Auge behalten. Daher werde ich jetzt andere Orte besuchen. Wir sehen uns, Rick. Dieser Scott wurde eingetragen. Lil. Warte, wenn Team Aqua... Nee, hier wollte ich nicht rein. Wenn Team Aqua sich verpisst hat. Warte, vom Geld her, wie sieht's eigentlich da aus? Weil ich glaube... Nee. So. Ich hab im Besitz keinen. Und ich kann nur zwei kaufen. Ja, dann machen wir das mal. So. Okay, jetzt habe ich eh keine Kohle mehr. So, okay. Also, sollen wir jetzt mit diesem alten Glacker zurückfahren oder ist Team Aqua da noch im Weg? Vielleicht ist da auch ein neuer Ort, dann könnte ich neue Pokémon fangen. Sag bitte, die sind weg. Yes! Oh, wer ist es? Hater? Ah, nee. Hater ist ja Pokémon Blau. Oh Mann, das spiele ich auch gerade, wisst ihr ja. Oh, Rick, ich dachte mir schon, dass ich hier dich hier treffe. Und wo mag Maike sein? Achso, das ist Professor. Ach so, ihr beiden seid nicht zusammen unterwegs? Ich habe schon davon gehört, dein Pokénav ist mit dem Trainerrufsystem ausgerüstet. Dann werde ich dich in mein Pokénav-Verzeichnis eintragen. So kann ich dein Pokédex beurteilen, auch wenn du weit weg bist. Ja, wir haben schon einiges gesehen. Rick, bitte achte auch ein wenig auf Maike. Ja. Nun muss ich aber mich beeilen. Man sieht sich, Rick. Was ist denn? Ist denn hier ein neuer Ort? Bestimmt ist hier ein neuer Ort. Oh, und hier gibt's wieder Trainer. Hier gibt's wieder Trainer. Und Poké. Ach so, Doppelkämpfe. Ja, zum Beispiel für das ist auch nützlich, dass ich mindestens zwei Pokémon habe, weil wir sind schon ein bisschen fortgeschritten im Spiel, ne? Wiesenflor. Relaxo. Das Geile ist, ich kenne keinen davon. Aber wisst ihr, was auch geil ist? Der ich jetzt auch googeln kann, weil ich mit OBS aufnehme. Obwohl ich, naja, ich habe früher am Tablet geguckt, weil bei Bandcamp ging das nicht so leicht. Relaxo ist normal, okay. Bisschen scheiße, dass es da nicht die Musik läuft, aber gerade, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber dummerweise ist gerade der Akku von meinem Tablet leer. Ja. Das ist das Dumme gerade. Das tut mir super, super, super leid. Okay. Warte, Wiesenflor. Ach so, es gibt eine Stadt, die so heißt. Warte, wie heißt denn das Pokémon? Wiesenfior, okay. Meine Fresse. So. Wiesenfior. Okay, das ist diese Ratte. Auch normal. Lil. So. Dankeschön. Läuft jetzt alles? Okay. Beides normalos. Okay. Also brauchen wir auch keine Angst zu haben. Nach Donnerblitzen, dann sind die schon weg. Du machst Tackle auf den. Ah, du hättest... Ich hätte bei Spitzbube eher mich erstmal aufpumpen sollen, aber egal. Okay, down. Das wird eh keinen Unterschied machen, weil für Relaxo kriegen wir eh nicht One-Hit hin. Ach so, jetzt kommt's. Da das aber eben scheiße mit Google war, am Computer werde ich jetzt einfach meinen Laptop anschließen, dann mit dem Stuhl ein bisschen hin und her rollen und die Attacke ging eh daneben. Oh, Tackle, damit machst du mir ja ganz große Angst. Ja. Ladybar. Okay. Weißt du was, ich mach's einfach jetzt mit dem Handy. Ganz einfach. So. Ich mach's einfach mit dem Handy. So. Okay. Das geht natürlich auch. So. Nein, nicht Entwicklung. Aber ich komme trotzdem auf die Seite. Auf die genauen Informationen zu Ladybar.
Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich Relaxo so angreifen möchte. Und es ist Gefahr und Flug. Oh, Flug, das ist sehr effektiv. Nein, du machst Jaula. Okay. Flug ist sehr effektiv gegen. Was zum Teufel? Es hat ihn nicht umgebracht. Lol. Okay. Ja, und durch Jaula steigt sein Angriff. Das ist schon mal gut. Okay. So. Och, komm mir nicht immer mit deinen nervigen Tackle, Alter. Was hat... Nein. Oh, aber nicht viel. Okay. Warte, ich werde ihn jetzt mit Donnerblitz angreifen und... Ja, den mit Tackle. So. Aber der dürfte eigentlich weg sein, weil das ist effektiv. So, bam. Okay. Nice, der ist schon mal weg. Gut. Ritter erhält Punkte. Nice. Ja, macht jetzt nicht so viel, ne? Sieht man ja auch. So, das sollte ihn jetzt aber umbringen. Ich meine, der kriegt zwei Attacken rein, ja? Und Donnerblitz ist eine ziemlich starke Attacke. Gut, dankeschön. Dass Relaxo tot ist. So. Spitzbube erreicht Level 13. So. Schalocco. Ach so, das Teil. Ah, lol. Und ich hab ihn jetzt sogar noch angegriffen. Lol. So, okay. Ja, der dürfte sowas von tot sein eigentlich. Der dürfte sowas, ja. Okay. Nice. Auch letztes Pokémon. Ne? Okay. So. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, wie viele Pokédollar! Wie viele Pokédollar? Oh mein Gott. Ja, warum will denn alle... Warum kommen denn alle bei mir in den Pokénav rein, ey? Wirklich jeder. Route 103. Nein, das ist der Weg zu... Nein, hier haben wir ja schon mal was gefangen. Komm, der Pokécenter ist nicht so weit. Dann renne ich da mal kurz hin. Nein, jetzt bin ich aus Versehen ins wilde Gras rein. Scheiße. Ja, und hier ist wieder ein Voltenso. Okay. So. Okay. Ja, kommt. Also, ich finde, das ist eine ganz, ganz gute Regel, mit der man leben kann. Oder wisst ihr, was damit wir mit Graffiti City abgeschlossen haben? Oh, hey. Wenn das dich weg ist, lass mich raten, Rack. Du stellst dich der Herausforderung mit dem Kampfcamp. Yeah, eine gute Idee. Eine wirklich sehr gute Idee. Denn Stärke-Trainer ist wie geschaffen für das Kampfcamp. Okay, Kampfcamp, lol. Ah ja, das ist das hier, so. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Möchtest du am Wechselkampfturnier teilnehmen? Ja, wir können das Spiel kurz speichern, wenn du willst. Das ist hier so, man bekommt drei Pokémon. Und mit denen kann man dann kämpfen. Das habe ich mir schon mal angeguckt hier. Hä? Kann ich nicht erstmal meine Pokémon auswählen? Wie wär's mal damit? Ach so. Sind die eigentlich randomized? Okay. Ich glaube schon. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Bericht. Typ normal. Okay. So. Typ normal. Hypnose kann es. Ja, dann nehme ich den mal. So. Das zweite Pokémon. Bericht. Kampf-Pokémon kommt auch mal rein. Und dann würde ich sagen... Bericht. Ja, der kommt rein, okay. Ja, wir machen einfach mal mit diesem Pokémon jetzt das Wechselkampfturnier. Okay, lol. Ja, wir fangen einfach mal im Wechselkampfturnier an. Lol. Warum auch nicht, ne? Mache ich auch jeden Tag. So, Mascholo. Kampf. Kampf-Pokémon. So. Hypnose.
So. Gesichte. Oh, du hast mich erkannt. Holy shit. Und die sind alle auf Level 30. Okay. Ich hab doch gesagt Hypnose. Oh, scheiße. Energiefokus. So. Okay. Und damit ist er eingepennt, ne? Ja. Gut, 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 gut. So. Finte. Moment mal. Was ist denn effektiv? Ist Undicht gegen Kampf effektiv? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal kurz nachgucken. Gegen Kampf ist effektiv. Flug, Psycho. Ne, Unlicht ist sogar schwach. Aber Flug und Psycho, ne, haben wir nichts. Schade. Aber er kann Erholung. Okay, das scheint anscheinend so eine Genesung zu sein. Also, dass er halt sich generiert. So, oh, nice. Okay. Und damit ist mal Showdown. So. Karpilz. Sieht nach Pflanze aus. Es sieht auf jeden Fall nach Pflanze aus. Und wenn es kein Pflanzen-Pokémon ist, dann leck mir doch eine, Alter. So. Pflanze. Flug, Gift, Käfer und Eis. Haben wir alles nicht. Deshalb Hypnose. Megasorge. Ach nee, jetzt saugt er mir irgendwelche KP ab. Der hat doch schon volle. Meine Fresse, der hat doch schon volle. So. Okay. Na super, warum geht Hypnose immer daneben? Ja, du und dein Megasauger ist okay. Ich hab schon verstanden. Warum geht meins immer daneben? Ja, genau. Ja, genau. Bitte treff. Oh, Mann. Ohne Spaß, ne? So, aber das ist ja keine Randomizer Nuzlocke, also die können ruhig sterben. Ah, Pflanze gegen Pflanze. Ja, komm, dann wechseln wir den jetzt ein. So. Okay. Oh. Alter, was ist hier los? Ja, dann machen wir hier, fangen wir hiermit noch an. Okay, cool. Also, bevor wir dann hier wirklich mit allem... Oh, Sandwirbel kann es. Abgeschlossen haben. Makuhi... Alter! Chill mal dein Leben! Dankeschön, so. Weil das ist eine echte Drecksattacke, Sandwirbel. Und jetzt bin ich ein Arschloch. Kann ich mich eigentlich heilen oder nicht? Weiß ich gar nicht. So, okay. Jetzt ist gut. Das ist schon mal ziemlich gut. Oder soll ich noch... Ja, komm, wir machen noch ein drittes Mal. Ja, guck. Wir machen noch ein drittes Mal. Komm. Dankeschön. So. Okay. Was ist das denn hier? Und dann trifft es mich noch. Alter! Okay, lol. Dreimal getroffen. Kann ich mich heulen? Ja, ich kann mich nicht heilen, genau. Ja, da kommt jetzt halt das hier rein, ne? So. 94. Oh, lass mich doch in Ruhe. So. Ja, ich kann auch Absorber. Aquaknarre. Bei Pflanze hilft kein Wasser, ne? Erstauner, cool. Das konnte doch hier... Wer konnte es nochmal? Eins unserer frühen Teammitglieder konnte auf jeden Fall Erstauner. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich noch nicht nochmal Erstauner einsetzen, weil das ja kaum was bringt. Aquaknarre. Ja, komm. Dann machen wir die Chose mit. So. So. Dann machen wir die Chose mit. Ja, ich weiß. Aber. Dann ist gut. Ja, genau, der wurde zurückgerufen. Schwalbus. Okay, ein Flug-Pokémon anscheinend.
Aber den sauge ich jetzt was ab, lol. Und das ist auch nicht effektiv, okay. Was hilft denn gegen Flug? Was hilft denn gegen Flug? Lol. So. Was hilft denn gegen Flug? Gestein, Elektro, Eis. Davon haben wir nix. Mogelhieb. Versuchen wir das mal. So. Oh Gott, okay. Ja, nein, 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 nein. Alter. Ja, super, ich kann nur noch Pandir, weil der Rest ist ja schon fast tot. Lol, werden die Pokémon irgendwie nach einem Kampf geheilt? Hoffentlich. So. Irrschlag. Hypnose. Junge, lass mich doch in Ruhe. Ja, genau. Okay, kannst du ruhig machen. Hoffentlich bringe ich dich zum Einpennen und dann ist gut, ne? Was passiert denn, wenn man hier einen Kampf gewinnt? Alter, sind diese Kämpfe hier spannend. Nein, das wollte ich doch gar nicht! Fick dich! Ja, na, fick dich, Mann. Ich wollte eigentlich das hier. Ah, scheiße. Och, Mann, solche Fehler sind echt scheiße. Na, klar. So. Und jetzt werde ich umgebracht, ne? Nee, okay, okay, okay. Das ist eigentlich eine ganz gute Attacke, aber anscheinend doch nicht. Fuck. Da. Ein Volltreffer. Ja, was passiert denn hier, ne? Ja, super, ich habe eigentlich mega verkackt. Ich habe eigentlich mega verkackt. Muss man so sagen, ich habe direkt den ersten Kampf verloren. Aquaknarre, warte mal. Na, super. Ja, was war da? Okay, ich habe mich hier rangewagt und das ist übel schwer. Wir werden es irgendwie am Ende des LPs nochmal angehen, aber auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, ich kann das nicht. So. Ja. Cool, der hat das überlebt. Lol. Oh Gott. Aber ich bin nicht schneller, ne? Nee. Aber er setzt einen Superschall ein, okay? Vielleicht kann ich diesen Kampf sogar noch gewinnen. Aber er hat ja noch ein Pokémon in der Hand, ne? Nee, das werde ich verkacken. Jetzt bringe ich mich auch noch selbst um, lol. Okay, wir haben hier teilgenommen, aber verkackt. Wir werden hier am Ende vielleicht nochmal hingehen, aber auf jeden Fall bin ich jetzt noch zu blöd dafür. Oder ist das Pflicht? Mal ganz ehrlich. Nee, okay, dann auf jeden Fall danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann irgendwie beim nächsten Part von Let's Play. Moment mal, warte, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich wollte jetzt am Ende noch was machen. Wie viel Tränke habe ich denn und alles? Supertrank 2. Ne, wir haben ja krass viel Geld bekommen, genau. Also ich gehe jetzt noch was kaufen, ne? Und dann ist der Part vorbei. So, und im nächsten Part von Smaragd sehen wir uns dann wieder. Danke nochmal für das Verständnis und ja. So, okay. Ne, ich möchte mehr. Wir haben 2 in Besitz, ja. Ich kann eh nur 3 kaufen, okay. So. Tschüss, okay. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen und ciao.